Die Rürup-Rente bzw. auch Basisrente genannt, kann für sehr viele Menschen eine extrem sinnvolle Altersvorsorge sein. Wie dieses Produkt jetzt genau funktioniert, welche Vorteile, welche Nachteile das Ganze mit sich zieht und natürlich auch, ob sich das für dich am Ende des Tages vielleicht lohnen könnte, all das erfährst du in folgendem Video. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf, erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und solltest du neu hier auf dem Kanal sein, dann klick doch mal ganz schnell hier unten auf Abonnieren, damit du eben in Zukunft kein wichtiges und praktisches Versicherungswissen mehr verpasst und eben auf dem Laufenden bleibst, was das Thema Versicherung angeht. Heute geht es um die Rürup-Rente bzw. auch Basisrente genannt. Das sind nicht zwei verschiedene Produkte, sondern das ist ein und das gleiche Produkt. Es hat nur zwei Namen, aus welchem Grund auch immer. Namensgeber war hier Bert Rürup, deswegen heißt das Ganze Rürup-Rente, und Basisrente heißt es wahrscheinlich, weil es eben im Drei-Schichten-System, was wir in der Altersversorgung in Deutschland haben, in der untersten, der ersten Schicht ist, in der Basisversorgung, aber dazu dann später mehr. Ich möchte in diesem Video darüber sprechen, wie genau die Basisrente funktioniert. Ich möchte darüber sprechen, wer sowas überhaupt abschließen kann. Wir gehen natürlich auf die Vorteile, auf die Nachteile ein. Wir beleuchten das Thema mit den Steuern, also die ganzen Steuervorteile während der Ansparphase und wie sich das Ganze steuerlich dann quasi entwickelt, ja, oder verhält, wenn du das Ganze ausgezahlt bekommst als Rente. Ich gehe darauf ein, für wen sich das per se wirklich lohnen kann, eine Basisrente abzuschließen, und auf welche Punkte man natürlich bei Abschluss unbedingt noch achten sollte. Bevor wir uns jetzt gleich die Funktionsweise mal anschauen, noch der Hinweis: auch zu diesem Video gibt es einen super ausführlichen Blogartikel, wo ich alles nochmal in Textform zusammengeschrieben habe und nochmal zusätzlich auf häufig gestellte Fragen eingegangen bin zum Thema Basisrente, Rürup-Rente. Hier unten verlinkt, am besten im Nachgang diesen Artikel auch nochmal durchlesen, oder vielleicht, wenn du danach nochmal kurz nachschauen möchtest, ja, dann musst du nicht das Video nochmal irgendwie durchklicken und die richtige Stelle finden, sondern kannst das einfach im Artikel nachlesen, der ist unter dem Video verlinkt. Dann schauen wir uns jetzt direkt mal die Funktionsweise an. Also wie funktioniert das Teil grundsätzlich? Die Basisrente wurde in 2005 eingeführt und war tatsächlich ursprünglich gedacht als Ersatz für die gesetzliche Rentenversicherung für Selbstständige. Weil Selbstständige können sich ja befreien lassen von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht. Und dann war halt die Frage, okay, was kann ein Selbstständiger jetzt tun, um eine Basisversorgung für sich aufzustellen, wenn es um die Rente später mal geht? Und genau deswegen wurde die Basisrente hier eingeführt, dass die heute nicht nur mehr für Selbstständige sinnvoll ist, sondern auch für andere Personenkreise. Darauf gehe ich dann später noch ein, aber das war der Grund, warum das Ganze eingeführt wurde. Und das Besondere an der Basisrente ist, ich habe es schon erwähnt, also die ist natürlich einmal in der ersten Schicht in unserem Drei-Schichten-System, das wir in Deutschland haben, was die Altersvorsorge angeht. Also erste Schicht ist gesetzliche Rente, Basisrente mit da drin. Zweite Schicht sind dann so die geförderten Altersvorsorgeprodukte, Riester-Rente zum Beispiel auch mit dabei. Und dann oben in der dritten Schicht sind die reinen kapitalgedeckten Produkte drin, also zum Beispiel eine reine private Rentenversicherung. Und was ganz wichtig ist, hier schon mal zu verstehen, dieses Produkt wurde sehr nah angelehnt an der Funktionsweise der gesetzlichen Rentenversicherung, was natürlich Sinn macht, ja, weil die muss natürlich ähnlich funktionieren wie die gesetzliche Rente. Zum Beispiel lebenslange Rentenzahlungen leisten. Das hast du bei der Basisrente auch. Nur so kannst du natürlich auch planbar irgendwo Altersvorsorge betreiben, wenn das Ganze lebenslang gezahlt wird. Du kannst eine Basisrente abschließen, klassisch mit irgendeinem Festzins, ja, was natürlich aktuell, wir haben jetzt das Jahr 2020, mit einem gültigen Rechnungs- und Garantiezins von 0,9%, ja, das sollte man jetzt halt nicht unbedingt machen, das wäre absoluter Blödsinn, sondern vielmehr die andere Variante nutzen, vorgebunden, also sprich, man investiert in Aktienfonds, in Aktien selbst, in ETFs etc., das ist alles möglich mit der Basisrente, und kann dann da noch irgendwie sowas wie eine Beitragsgarantie einbauen, wenn man das möchte, ja, ist kein Muss, kann man machen. Das ist mal so die grundsätzliche Funktionsweise einer Basisrente. Was das Ganze jetzt noch besonders macht, ist, wenn du deinen Vertrag einmal abgeschlossen hast, dann kannst du den per se nicht mehr kündigen.
Das heißt, wenn du in Anführungsstrichen mal kündigst, dann bedeutet das nur, dass du quasi aufhörst, Beiträge zu zahlen. Alles, was im Vertrag drin ist, bleibt drin und wird erst ausgezahlt, wenn du später in Rente gehst. Und das sind wir beim Thema, es ist sehr nah angelehnt an der gesetzlichen Rente. Du kannst auch nicht das, was du in die gesetzliche Rente einzahlst, dir irgendwie mal so zwischendurch, weil du lustig bist, auszahlen lassen. Und das wird von vielen irgendwie oft als Nachteil angesehen. Und für mich ist das einer der heftigsten Vorteile. Warum? Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Aber das ist mal die grundsätzliche Funktionsweise der Basisrente, wie das mit den Steuervorteilen aussieht, was ja so dieser große Pluspunkt ist. Da kommen wir dann nochmal gleich drauf zu sprechen. Wer kann jetzt alles eine Basisrente abschließen? Die Frage ist relativ schnell beantwortet. Jeder, der möchte. Ja, auch wenn das Produkt für Selbstständige eigentlich eingeführt wurde, kann jeder eine Basisrente abschließen. Also egal, ob du Selbstständiger bist, Freiberufler bist, Angestellter bist, Beamter bist, jeder kann eine Basisrente abschließen. Und tatsächlich macht es eben auch für auch viele andere Berufsgruppen neben den Selbstständigen absolut Sinn. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, wieso, weshalb und warum. Wie genau sehen jetzt die Vorteile aus, die eine Basisrente mit sich bringt? Wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist natürlich der Steuervorteil einer der größten Pluspunkte, die für die Basisrente sprechen. Und das wird relativ schnell deutlich, wenn man sich anschaut, wie viel man wirklich von der Steuer absetzen kann im Jahr 2020. Das sind nämlich ganze 25.042 €. Also, eine ordentliche Hausnummer. Und hier wird dann auch relativ schnell klar, ja, das ist ein Modell, das ist vor allem natürlich für Selbstständige, die viel Steuern zahlen, sinnvoll, aber auch tatsächlich auch wohl für andere Menschen und Berufsgruppen, die relativ viel verdienen. Aber dazu dann später mehr unter dem Thema, für wen sich das Ganze lohnt. Weiterer Vorteil ist natürlich die lebenslange Rentenzahlung. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Also du bekommst auch bei einer Basisrente lebenslange Rentenzahlung. Und nochmal, ich kann das nicht oft genug erwähnen. Es gibt keine andere Möglichkeit, ansonsten sinnvoll, das Risiko der Langlebigkeit abzusichern. Ja? Ohne, dass man da, weiß ich nicht, ein Riesenkonstrukt irgendwie aufbauen muss und dauernd managen muss oder sonstiges. Ja? Das ist einfach gegeben bei einer Rentenversicherung und so eben auch bei der Basisrente. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, relativ flexibel anzulegen. Das heißt, du kannst von komplett konservativ bis hin zu chancenorientiert, renditeorientiert das auswählen, wie du möchtest. Es gibt per se keine Beitragsgarantie, wie es das bei Riester zum Beispiel gibt. Das heißt, du kannst hier wirklich hergehen und kannst sagen, ich möchte 100% meines Beitrages im, keine Ahnung, MSCI World ETF anlegen zum Beispiel. Oder halt in irgendeinem aktiv gemanagten Fonds. Und ich möchte vielleicht aber auch noch, dass 50% meiner eingezahlten Beiträge wirklich garantiert sind. Ja? Also du bist da super flexibel, was das angeht. Und dann haben wir noch einen weiteren Vorteil, der für mich persönlich neben der Steuerersparnis der mitgrößte Vorteil ist. Und jetzt unbedingt aufpassen, weil da muss man tatsächlich auch ein bisschen verstehen und dahinter steigen, warum das tatsächlich ein Vorteil ist. Selbst wenn andere das Teil oder diesen Punkt oftmals als Nachteil verkaufen. Und zwar hast du den Vorteil des Zwangssparens für dein zukünftiges Ich. Was meine ich damit? Wie du vorhin schon erfahren hast, kann man eine Basisrente nicht einfach kündigen. Du kannst auch nicht einfach an das Geld ran, was da drin ist, und kannst das mal rausziehen. Nein, du kannst nur dran, wenn du später in Rente gehst und das Ganze ausgezahlt wird. Und dadurch ergibt sich der Effekt, dass dieses Produkt dich dazu zwingt, wirklich fürs Alter vorzusorgen und nicht irgendwann mal zwischendurch, naja, da ist jetzt schon ein bisschen Kohle drin und ach, Rente, das ist ja noch so weit hin. Der Teneriffa-Urlaub, der sieht so cool aus, ja, kostet jetzt halt ein bisschen mehr, irgendwie 4.000 €. In meiner Rentenversicherung sind gerade 6.000 € drin. Na, dann nehme ich die doch mal raus und mache mir hier einen schönen Urlaub. Mein zukünftiges Ich, ja, wird das schon verkraften können. Nein, wird es nicht. Ja, das ist heftig, das ist krass, sowas zu tun ist fatal. Und das machen tatsächlich extrem viele. Das ist nachgewiesen. Einer der Gründe, warum Altersvorsorge in Deutschland nicht funktioniert, ist, weil es die Menschen nicht durchziehen. Ja, weil wir teilweise zu schwach sind und an das Geld drangehen und eher konsumieren, als für unser Alter vorzusorgen. Ja, das sagen viel zu wenige Menschen so direkt. Ich sage das direkt, ich habe damit kein Problem, aber das ist Fakt. Und dieses Produkt sorgt dafür, dass
du eben dieses positive Zwangssparen hier durchziehst. Ja, weil du einfach nicht an die Kohle rankommst. Und deswegen ist es eine super Lösung für später mal eine Basisversorgung, was eine lebenslange Rente angeht, was eine planbare Altersvorsorge angeht. Und das ist in meinen Augen ein großer Vorteil und kein Nachteil im Sinne von, das Produkt wäre inflexibel, weil du nicht jederzeit an dein Geld rankommst. Ja, also das ganz, ganz wichtig zu verstehen. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, flexibel Beiträge zu erhöhen, Beiträge zu senken, einen Einmalbeitrag reinzuleisten, was zum Beispiel für Selbstständige sehr sinnvoll ist, wenn die auf einmal sehen, am Ende des Jahres, oh, irgendwie viel Gewinn, ja, hohe Steuerlast kommt auf mich zu, jetzt schiebe ich nochmal einen Einmalbeitrag hier in meine Basisrente mit rein. Sowas passiert oft in Rücksprache mit dem Steuerberater zum Beispiel, wo dann sagt, hey, wenn du das jetzt da einzahlst, dann können wir nochmal so viel von der Steuer sparen, das lohnt sich absolut. Ja, also das ist ein super Modell oder super flexibel, was das angeht. Ja, und das wären mal so die Vorteile, die du bei einer Basisrente hast, wenn du die abschließt, die du quasi erwarten kannst. Zwei Punkte möchte ich an der Stelle noch anfügen, die jetzt ja irgendwo auch Vorteile sind, aber ich finde, die muss man jetzt einfach nochmal trennen, weil das sind einfach zwei Punkte, die produktspezifisch hier einfach gelten. Und zwar ist eine Basisrente nämlich auch insolvenz- und pfändungssicher und auch Hartz IV sicher. Ja, nochmal hier der Verweis auf meinen Blogartikel, da habe ich das noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber das ist natürlich auch für viele Menschen ein Thema, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal Hartz IV, wenn du wirklich in diese Lage geraten solltest, niemand an deine Basisrente rangeht, beziehungsweise die Basisrente nicht per se als Vermögen gilt, was du erst aufbrauchen musst. Ja, da ist das Stichwort Verwertungsausschluss. Das heißt im Umkehrschluss, niemand kann an diese Kohle dran, auch kein Gläubiger. Und deswegen ist die halt Hartz IV sicher, insolvenzsicher etc. Ja, also das ist eine produktspezifische Eigenschaft, die die Basisrente mit sich bringt, die man einfach kennen muss und die, glaube ich, auch ziemlich sinnvoll ist. Wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile und auch da müssen wir einfach drüber sprechen, um ein objektives Gesamtbild zu diesem Altersvorsorgeprodukt zu bekommen. Ja, manch einer kann natürlich hergehen und kann sagen, aufgrund dessen, wie das Produkt konzipiert ist, ist es mir nicht flexibel genug. Ja, ich kann einfach nicht flexibel Geld entnehmen, zum Beispiel. Ja, ich würde jetzt aber halt hier noch gerne anfügen, dass das immer auf deine Perspektive ankommt, auf deinen individuellen Bedarf, deine Wünsche und dann können zum Beispiel Nachteile zu Vorteilen werden und umgekehrt. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Produkt haben, was super flexibel ist, ja, wo ich auch jederzeit Geld rausnehmen kann, wo ich später mal zu Rentenbeginn auch auf einmal mir alles auszahlen lassen kann oder wählen kann, dass es verrentet wird, dann ist eine Basisrente natürlich nicht das passende Produkt für dich. Das ist ganz klar. Dann wäre vielleicht zum Beispiel einfach eine private ETF-Rentenversicherung, ja, mit maximaler Flexibilität für dich super passend. Aber die Basisrente hat eben genau diese Eigenschaften, die nochmal nah an den Eigenschaften sind, wie die gesetzliche Rente funktioniert. Und du kannst dir deine gesetzliche Rente später bei Rentenbeginn auch nicht auf einmal auszahlen lassen. Das geht nicht. Das heißt, man muss den Sinn dieses Produktes verstehen. Das ist nicht einfach so konzipiert worden durch Zufall, ja? Und ja, das ist halt so, wie es ist. Nein, da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und es ist absolut sinnvoll, genauso wie das Produkt ist. Nur ist dann halt die Frage, was möchtest du? Worauf legst du Wert? Und dann kann es sein, dass die Basisrente genau reinfällt in das, was dir wichtig ist und was du möchtest oder halt nicht. Ein anderer Nachteil, den es definitiv gibt, sind möglicherweise hohe Kosten. Auch hier gibt es viele Anbieter da draußen, wo teilweise utopische Kosten angesetzt werden, wo man am Ende des Tages gar nicht wirklich Rendite machen kann, weil die Kosten alles auffressen. Das heißt, auch hier muss man ganz genau hinschauen, welchen Anbieter man am Ende des Tages wählt. Und das sind nicht nur die Kosten relevant, das sind auch wieder die Themen wie Rentengarantiefaktor relevant. Ja, habe ich schon ganz viel drüber gesprochen. Hier oben auch nochmal ein Video verlinkt zum Thema Rentengarantiefaktor. Und natürlich auch die Finanzstärke des Versicherers, der hier hinten dran steht. Ja, und wenn man das halt falsch macht oder hier Fehler macht, dann sind das natürlich Nachteile, die für dich entstehen als Kunde. Ja? Aber nochmal, die meisten Nachteile bei diesem Produkt entstehen meiner Meinung dadurch, dass für einen selbst das Produkt halt einfach nicht passt und die Produkteigenschaften sich dann einfach für bestimmte Menschen nachteilig auswirken.
würden. Ja? Genauso gut könnten aber genau die gleichen Produkteigenschaften für jemand anderen, der eine andere Perspektive hat, der andere Ziele hat, absolute Vorteile sein. Ja? Das ist ganz wichtig an der Stelle mal zu verstehen. So viel zum Thema Nachteilen. Versicherungen alleine sind ja schon super spannend und wenn da noch das Thema Steuern mit dazukommt, dann ist das wie so ein Puff, ja, eine Freudenexplosion. Ja, Spaß beiseite, ich versuche das Thema jetzt mit den Steuern und die Steuervorteile so einfach wie möglich zu erklären. An der Stelle nochmal der Hinweis auf den Blogartikel, da habe ich nämlich auch die Herleitung von diesen Werten erklärt. Es sind Rechenbeispiele mit drin, damit du das wirklich verstehen kannst, wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen möchtest. Es ist aktuell so, dass im Jahr 2020 90% deines Beitrages von der Steuer abgesetzt werden kann. Diese 90% steigen jedes Jahr um 2 weitere Prozent, sodass im Jahr 2025 100% der Beiträge absetzbar sind, die in die Basisrente reinfließen. Das wurde einfach mal so festgelegt, ja, diese jährliche Steigerung um 2%. Und im Jahr 2020, wo ich das Video gerade aufnehme, sind es eben 90%. Im Jahr 2025 sind es dann 100% und natürlich für alle Jahre danach eben auch die 100%. Das ist ganz wichtig zu wissen. So, wie viel an Beitrag maximal absetzbar ist, haben wir ja vorhin schon gelernt. Da sind auch jetzt aktuell im Jahr 2020 die 25.046 €. Ja, nicht Cent, sondern Euro. Also 25.046 kann maximal angesetzt werden. Und jetzt musst du wissen, dass diese 90%, also es wird jetzt dein Beitrag zum Beispiel, hergenommen, sagen wir mal, das sind 10.000 €, die du im Jahr einzahlst in deine Basisrente, dann kannst du davon 90% im Jahr 2020 an der Steuer absetzen. Ja? Das sind also jetzt in dem einfachen Beispiel 9.000 €. Und jetzt müssen wir kurz gucken, liegen diese 9.000 € über oder unter dem maximalen Höchstbetrag von den 25.046? Ah, liegt drunter, perfekt, 9.000 €. Kannst du hier steuerlich ansetzen. Ja, das heißt, wenn das irgendwann mal da drüber gehen würde, ja, dann würde es natürlich immer nur bis zu diesem Höchstbetrag gehen, der im jeweiligen Jahr gilt. Der wird auch jedes Jahr weiter fortgeschrieben. Ja. So funktioniert die steuerliche Absetzbarkeit in einfachen Worten bei der Basisrente. An der Stelle sei noch hinzugefügt, dass das bei einem Angestellten ein bisschen anders läuft, denn bei einem Angestellten gibt es ja dann auch eine gesetzliche Rente. Und die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, sowohl vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber, fallen eben auch dort rein in diesen maximalen Höchstbeitrag, weil es ja auch Vorsorgeaufwendungen sind. Das heißt, die muss man davon dann natürlich noch abziehen. Das bedeutet, dass unterm Strich man hier genau gucken muss, okay, wie viel habe ich denn tatsächlich noch für dieses Jahr, was ich an Basisrentenbeitrag wirklich von der Steuer absetzen kann. Einfach der Vollständigkeit halber hier noch angefügt, das ist natürlich bei einem Angestellten in der Form, also jemandem, der auch gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge per se zahlt, zu beachten. Für wen lohnt sich nun eine Basisrente? Also diese Thematik wird auch wieder viel diskutiert und auch hier muss man sagen, es kommt wie so oft eben auf deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse an. Grundsätzlich kann man aber, denke ich, sagen, dass es bestimmte Personenkreise gibt, für die sich die Basisrente per se definitiv lohnt. Und zwar sind das die angesprochenen Selbstständigen, die einfach sagen, ich habe keinen Bock auf die gesetzliche Rentenversicherung, was da mit meinem Geld gemacht wird, das kann ich selbst besser. Ja, ich mache eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, mein Geld fließt rein und ich kriege meine Kohle auch wieder zurück, kann das so anlegen, wie ich möchte und habe da dann auch eine lebenslange Rente. Ich möchte mich nicht auf den Staat verlassen und was der mit meinem Geld macht, was man absolut verstehen kann und nachvollziehbar ist, dann ist das für einen Selbstständigen eine absolut sinnvolle Möglichkeit. Die ganzen Steuervorteile kommen da natürlich noch on top mit dazu. Gleiches gilt auch für jemanden, der gut verdient. Also ich sag mal 60.000 € im Jahr aufwärts, ja, damit sich dann wirklich dieser Steuervorteil auch irgendwo bemerkbar macht, ist das eine super Möglichkeit, seine gesetzliche Rente aufzustocken über eine Basisrente und man kann eben die steuerlichen Vorteile hier mitnehmen. Zu diesem steuerlichen Vorteil auch nochmal, warum ist der eigentlich per se da? Natürlich ist das in dem Moment sehr stark gegeben. In der Zeit, wo du in deiner Erwerbsphase bist, also wo du arbeitest, ist dein Steuersatz höchstwahrscheinlich um einiges höher, als später mal dein Steuersatz
als Rentner. Und aufgrund dieses Gefälles, ja, was deinen Steuersatz angeht, hast du natürlich jetzt krass diesen Steuervorteil und später wird die Rente ja wieder versteuert. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber dadurch ergibt sich eben dieser Steuervorteil. Und noch ein weiterer interessanter Punkt könnte einfach sein, dass man eine Basisrente auch für den Ehepartner abschließt, der vielleicht nicht so viel gesetzliche Rente bekommt. Das sind in vielen Fällen einfach Frauen, weil die zum Beispiel aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz oder eben allgemein das Erziehen, das Aufziehen der Kinder zu wenig gesetzliche Rente bekommen. Dann könnte das absolut sinnvoll sein, hier für den Ehepartner entsprechend so einen Vertrag abzuschließen. Ja, also einfach mal drüber nachdenken, könnte sinnvoll sein. Man hat ja dann zusammen als Paar, hat man ja nochmal einen höheren Betrag, den man absetzen kann. Das gilt ja immer nur pro Person, ja, wie vorhin erwähnt. Und da kann man mal drüber nachdenken. Aber nochmal, es kommt einfach darauf an, was möchtest du? Auf was legst du Wert? Du weißt jetzt per se schon mal bis hierhin, wie die Basisrente funktioniert, welche Vorteile, welche Nachteile das Ganze mit sich bringt. Und dann kannst du für dich entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Also man kann jetzt nicht per se sagen, ja, jemand, der wenig verdient, ja, für den ist das nichts. Ja, natürlich wird jemand, der mehr verdient, mehr Vorteile haben, weil er einen größeren Steuervorteil hat. Klar, aber das heißt nicht per se, dass das jetzt für jemanden, der wenig verdient, absolut ein Kackprodukt ist. Ja, das wäre auch falsch. Also ich denke, du verstehst, was ich hiermit aussagen möchte. Also so viel zum Thema, für wen lohnt sich eine Basisrente? Nun müssen wir uns natürlich auch noch die Besteuerung in der Rentenphase anschauen bei der Basisrente. Und hier haben wir eine nachgelagerte Besteuerung, ja, und auch eine Besteuerung nach dem sogenannten Kohortenprinzip, was du wahrscheinlich noch nie gehört hast, ist aber auch nicht schlimm. Ich versuche es wieder relativ einfach zu erklären. Und zwar ist relevant, in welchem Jahr du in Rente gehst und je nachdem, welcher Steuersatz bzw. welcher steuerpflichtige Anteil hier festgeschrieben wurde, für den musst du dann mit deinem persönlichen Steuersatz Steuer auf deine Basisrente zahlen. Es sieht wie folgt aus. Im Jahr 2020 sind das aktuell 80%. Das heißt, wenn jemand im Jahr 2020 in Rente gehen würde, müsste die Person auf 80% der Basisrente, was ausgezahlt wird, Steuern zahlen mit dem persönlichen Steuersatz. Das steigt jedes Jahr um 1% an, sodass bis im Jahr 2040 100% der Basisrente versteuert werden müssen. Ja, aber bis dorthin immer 1% mehr und das wird auch festgeschrieben. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel im Jahr 2025 in Rente geht, dann müsste er 85% von seiner Basisrente mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Und das wird festgeschrieben für die komplette Laufzeit des Rentenbezugs, lebenslang. Ja, also ist dann nicht so, dass ein Jahr später 86% hier steuerpflichtig werden. Nein, es bleibt lebenslang bei den 85%. Die meisten von uns, ja, und auch ich, wir werden da uns wenig Gedanken drüber machen müssen, weil wir werden definitiv 100% hier dann versteuern müssen mit unserem späteren persönlichen Steuersatz. Das ist einfach so, aber nochmal die Erinnerung, unser Rentner, in Anführungsstrichen Rentnersteuersatz, wird natürlich um einiges niedriger sein als unser Steuersatz jetzt gerade als Erwerbstätiger. Und dadurch kommt natürlich auch wieder der Steuervorteil zustande. Aber so funktioniert die Besteuerung dann in der Rentenphase. Und zu guter Letzt natürlich noch die Frage beantwortet, wo und wie solltest du eine Basisrente für dich abschließen, wenn du jetzt der Meinung bist, das ist ein Produkt für dich. Da es auch hier wieder so viele Fallstricke gibt, wie einfach auch bei allen anderen Altersvorsorgeprodukten oder anderen komplexen Versicherungsprodukten wie eine private Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, solltest du das auf keinen Fall alleine machen. Ja, und das ist jetzt nicht so dieses, oh, das muss er ja sagen, weil er selbst Versicherungsmakler ist. Nein, ja. Wenn du mich kennst, wenn du mich schon lange kennst, dann weißt du, dass ich auch der Meinung bin, dass man zig andere Versicherungen absolut im Internet abschließen kann, ohne dass man eine Beratung wahrnehmen muss. Ja? Aber es gibt eben Produkte, die sollte man nicht mit ein paar Klicks im Internet abschließen, weil man da Gefahr läuft, dass man eben die wichtigen Dinge nicht beachtet hat. Ja? Und dann zum Beispiel ein Rentenfaktor nicht garantiert ist und nicht hart ist. Oder der Versicherer hinten dran, ja, irgendwie zu klein ist oder nicht finanzstark genug ist. Und so weiter und so fort. Deswegen hol dir einen Experten bei diesem Thema mit dazu. Es ist eine langfristige Anlage. Ihr müsst mal überlegen, wenn ihr heute damit anfangt und ihr seid vielleicht 20 Jahre, 25 Jahre alt, dann läuft das Teil ja mal mindestens 40 Jahre, wo du Beitrag zahlst und dann nochmal 20, 30 Jahre, wo du die Rente bekommst. Das heißt, das ist ein Horizont von 60, 70 Jahren.
Das muss sitzen, Leute. Da macht man nicht einfach mal schnell was, ja? Kurz hier, Klick, zwei Klick, drei Klick, fertig. Nein, so läuft es halt leider nicht. Deswegen hol dir da einen Experten mit dazu. Vielleicht hast du schon jemanden, wo du weißt, der oder die kennt sich aus. Perfekt, mach das, ja? Wenn du unsere Online-Beratung mal auschecken willst, die komplett kostenlos ist, Link unter dem Video, darfst du, musst du nicht, ja? Aber bitte mach's nicht alleine. Ganz wichtig an der Stelle. Das war das Video gewesen zur Basisrente. Check den Artikel dazu nochmal aus, den haben wir hier unten verlinkt. Ich habe es jetzt eigentlich oft genug erwähnt. Lest das in Ruhe nochmal durch. Vor allem die häufig gestellten Fragen, Fragen, die du vielleicht jetzt noch hast, gerne auch in den Kommentar schreiben. Ja, ich antworte hier auf jeden Kommentar, Fragen reinschreiben oder natürlich mich gerne noch auf Instagram abchecken. Da auch gerne eine persönliche Nachricht schreiben. Ich antworte auch dort auf jede Nachricht. In diesem Sinne hoffe ich, dass du jetzt im Bilde bist, was die Basisrente, was die Rürup-Rente angeht. Kannst ja schon mal auch in die Kommentare reinschreiben, ob du selbst eine hast, warum du eine abgeschlossen hast. Das interessiert mit Sicherheit auch andere. In diesem Sinne, schön, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Gib dem Video natürlich noch einen Daumen hoch, abonniere auf den Kanal. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus.